Qualität des Nahverkehrs in und um die Ballungsräume zu steigern. Die Bundesbahndirektion Köln führte auf der Strecke Köln-Gummersbach den sogenannten City-Bahnverkehr ein. Neben dem Taktverkehr wurde auch die modernisierten Silberlinge eingesetzt. Das Ganze wurde mit einem verkehrswebenden Anstrich versehen, der in Orange-Kieselgrau ausgeführt wurde. Das neue Konzept wurde damals von reisendem Publikum sehr gut angenommen und kam letztlich als Vorläufer des heutigen Taktverkehrs im Nahverkehr angesehen werden. Die 218-137 war eine der Zugloks des damaligen City-Bahn Köln-Bereichs. Das DB-Museum hat sich bei Übernahme der Lok von DB Regio dazu entschlossen, die Lok in der City-Bahn-Farbgebung zu lackieren, um an diese Pionierzeit zu erinnern. Autozug, Giftrot, nein, doch nicht Autozug. Der erste Auto kommt, wenn ein Auto kommt. Ja. Machen sie aber teilweise mit Weichen auch, ne? Ist auch Strich gelegt. Ja. Spezial oder so. Ja. Ganz Flaschen, Knopfen. Ja, dann holst du noch. Sie Wasser, du? Fanta. Ich Wasser, zwei Wasser, eine Fanta und du noch einen Wort. Nimm mit. Wie gestern im Fernsehen, ne? Hey, das war da hinten im Rücken, Teser, Panzerband, Panzertipp. Hast du nie gewesen mit? Jetzt muss aber noch ein Krachmacher kommen, oder? Ja. Zwei, oder? Thank you.
und nur die Hinterarbeit zurück. Pfeifen. Alle gleichzeitig dann? Mhm. Bitte? Ja. Was hast du denn für den Teufelsbrot? Das ist kein Fahrfähigen. Dann sieht der dein Hörer an Bord. Ja, jetzt warten, wie geht das denn richtig? Ja, das war ein Freitag. Metropolen Europas. Im Jahr 1953 lenkte der damalige Präsident des Gerichts. Rollmaterial beschaffen und auch Personal in Betrieb stellen sollten. Hierfür war die Zeit allerdings noch nicht reif. Die Bahnverwaltungen fürchteten einen zu starken Eingriff in ihre Hoheitsrechte. Letztlich einigte man sich, so wie so oft in Europa, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der 10 Punkte umfasst. Höchstgeschwindigkeit 140 km/h, Achslast maximal 18 Tonnen, mindestens 100 Plätze pro Person, Wagenaufteilung entweder als Großraumwagen mit Mittelgang oder als Abteilwagen mit Seitengang. Maximale Sitz- und Laufkomfort, Dienstraum für Zoll- und Grenzschutzpersonal, Bordküche, Mittelpufferkupplung, internationales Bremssystem mit Stufenbremse. Aber 100 Plätze pro Person? Der Außenanstrich bevorzugt beige 100 Plätze mit silbernem TEE-Emblem. 100 Plätze natürlich pro Wagen. Beige. Bordeaux. Diese Übereinkunft führte dann zur Gründung der CTEE mit Sitz in Den Haag und folgenden beteiligten Eisenbahngesellschaften. Die belgischen Staatsbahnen, die Deutsche Bundesbahn, die französische Eisenbahngesellschaft, italienische Staatsbahn, luxemburgische Eisenbahngesellschaft, niederländische Staatsbahn und die Schweizer Bundesbahn. Die österreichische Bundesbahn und die dänische Staatsbahn wurden zwar auch vom TEE-Verkehr berührt, jedoch stellten keine eigenen Züge. Wir stellen Ihnen nun den Dieseltriebzug VT11.5 der Deutschen Bundesbahn vor. Die Einheit ist verkürzt, ursprünglich waren diese Züge siebenteilig unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 140 Stundenkilometer. Versuchsweise wurden einige Triebköpfe mit einer Gasturbine ausgerüstet und die Höchstgeschwindigkeit konnte somit auf 160 km/h angehoben werden. In der Einheit befindet sich ein Triebkopf der normalen Bauart sowie die letzte erhaltene Gasturbinen-Triebkopf-Lok. Ja.